Also für das Auto soll ich eine Rampe bauen und ich suche die Funktionsgleichung der Rampe. Als erstes würde man vielleicht überlegen, so eine Rampe hinzustellen, aber das ist ja an den Stellen. Ja, also hier und hier ist das wirklich nicht so besonders elegant. Deswegen soll die Rampe schön sein. Also schön heißt jetzt für einen Autofahrer, die soll hier so sanft hochgehen, die soll hier sanft übergehen. Genau. Und wie lautet ja dieses f von x, diese Funktionsgleichung, die ich habe? Und wenn ich die Also die Funktionsgleichung, die hatte ich hier so zwei Endpunkte, aber wenn ich die weiterzeichne, dann brauche ich bei der Aufgabe, brauche ich so diese Idee. Das könnte halt so eine typische hoch 3 Funktion sein. Ja, also f von x ist irgendwas mit x hoch 3, so ax hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d. Und gesucht sind a, b, c, d, ziemlich viele Buchstaben. Schaut erstmal schlimm aus, so schlimm ist es auch nicht. Also mit einer Parabel geht es nicht, hoch 3 ist das kleinste und einfachste, mit dem es geht. Und jetzt als nächstes lege ich mal ein Koordinatensystem fest. Das kann man eigentlich fast beliebig machen, aber ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir das so hinlegen. Das Koordinatensystem hier ist ein x. Hier habe ich den Punkt 5. Ja, 5, 1, ein Punkt. Hier ist y. Genau, und ich könnte, wenn ich das so festlege, könnte ich auch versuchen, das eleganter zu machen. Ich habe ja hier eine doppelte Nullstelle. Also quasi nicht mit diesem ax hoch 3 plus bx Quadrat und so weiter, sondern ich könnte sagen, f von x ist, also a für die Form, ja, dann doppelte Nullstelle bei 0 heißt x Quadrat mal, naja, die Nullstelle da hinten kenne ich nicht, wenn ich die jetzt mal m nenne, x minus m. Dann hätte ich statt vier Buchstaben nur zwei Buchstaben. Und ich mache es jetzt aber trotzdem mit dem eher umständlichen. Ja, dann, weil meistens, vielleicht sieht man es nicht, dass es so elegant geht. Gut, auch umständlich kommen wir ans Ziel. Das erste ist mal ableiten. Also wenn man einfach mal, das macht man so. Ja. Irgendeine Funktion, nicht denken, ableiten. So. 3ax Quadrat plus 2bx hoch 1 plus c. Und jetzt, welche Infos habe ich? Ich weiß, die Funktion geht durch 0, 0. Also ich habe den Punkt 0, 0. Ja, so P 0, 0. Und deswegen weiß ich, f von 0 ist 0. Ich habe hier einen Punkt. Ich habe den Punkt 5, 1. Also weiß ich, f von 5 ist 1. Und spannend, typisch Oberstufe. An der Stelle soll es sanft sein. Das heißt, die Ableitung soll 0 sein, die Steigung soll 0 sein. Also f' von 0 soll 0 sein. Und an der Stelle soll die Steigung auch 0 sein. Also f' von 5 ist auch 0. Also ich habe hier diese zwei Funktionen, also Funktion und Ableitung mit dann insgesamt vier Buchstaben. Und ich habe hier vier so Informationen. Einsetzen, ausrechnen. Und so funktionieren diese Art von Aufgaben. So gut wie immer. Ja, also Funktion, Ableitung, also was könnte es sein? Hoch 3 Funktion könnte es sein. Koordinatensystem machen, einsetzen. Und jetzt tue ich das mal. So. Vielleicht ist ja mal kleiner, dann sehe ich noch alles. Und los geht's. Ich setze mal, wenn ich f von 0 gleich 0 einsetze, das erste, ja, dann habe ich 0 gleich a mal 0, der fällt weg. Ja, das geht mündlich. Also. A mal 0 hoch 3 fällt weg, B mal 0 fällt weg, C mal 0 fällt weg, ist gleich D. So, speichern, gut. Und dann habe ich schon den ersten Buchstaben. Ja, D ist 0, fertig. Jetzt kommt das nächste. Einmal mal so, das war das Gelbe, ich mag die Farben, jetzt kommt das Blaue. Also f' von 0 ist 0. Also 0 ist, hier bin ich jetzt, ja? 3a mal 0 fällt weg, 2b mal 0 fällt weg, ah, c bleibt übrig, c. Also, ich weiß auch schon. Deswegen, wenn man nicht das Elegante macht, man ist ziemlich schnell, hat man hier zwei Buchstaben los. Gut. Und jetzt vielleicht hier rot. Jetzt brauche ich nämlich, jetzt muss ich ein bisschen was tun. Ja? Also, 1 ist a mal 5 hoch 3 plus b mal 5 Quadrat plus, ah, d war weg. Oh, das ist schon, das können wir, das brauchen wir nicht mehr. Gut, und nächstes, vielleicht hier das Grüne, wenn ich schon Farben habe, das war jetzt das da, jetzt kommt das Grüne, nichts da, hier geht's weiter. Also,
0 ist gleich, jetzt bin ich bei der Ableitung, 3 mal a, ich habe 5 eingesetzt, ja? Also 3 mal a mal 5 Quadrat plus 2 mal b mal b mal 5. Gut. Und jetzt kann ich das alles ein bisschen, also jetzt habe ich zwei, genau, klassisch eigentlich, zwei Gleichungen, zwei Unbekannte, bisschen hübscher machen, auflösen, einsetzen. Die untere Gleichung kann ich ja schreiben als 75a plus 10b gleich 0. Die obere Gleichung als 125a plus 25b gleich 1. Dann ist egal, was ich wie auflöse. Ich tue jetzt mal die untere Gleichung nach b auflösen. Also 10, da bin ich. 10b gleich minus 75ab gleich minus 7,5a. Ich mache, braucht es nicht, ich mache aus Prinzip immer eine Klammer. Und nachdem ich ja aus der Gleichung aufgelöst habe, muss ich es in diese Gleichung einsetzen und dann habe ich 125a plus 25, die Klammer, die ich aus Prinzip immer hier mache, minus 7,5a gleich 1. Dann machen wir keinen Vorzeichenfehler. Jetzt habe ich ein a und rauskommen tut an der Stelle a gleich, was haben wir genau, minus, also so ein Bruch, minus 2 durch 125 und dann kommt raus für b, b ist plus in dem Fall 3 durch 25 und damit ist die Funktion gefunden. So, weil die Funktion, schreiben wir es vielleicht, doch, schreiben wir es nochmal schön hin. Also f von x ist minus 2 durch 125 x hoch 3 plus 3 durch 25 x Quadrat und fertig. Diese Funktion beschreibt die Rampe, also das Blaue, was ich da habe. Würde ich die, also zwischen 0 und 5 beschreibt es und außerhalb ist das gestrichelte, aber da baue ich dann keine Rampe, da mache ich es anders.